Maxon Mini von ZTE wird bestimmt polarisieren. Auf der anderen Seite hat es aber technisch eine Menge auf dem Kasten für einen vergleichsweise moderaten Preis. Denn das beherrscht Force Touch. Das heißt, wie das iPhone erkennt das Gerät, ihr seht es hier auch an diesen Wasserkreisen, dass man hier auch die Fischchen damit verjagen kann, wie stark man da drauf drückt. Gut, das ist jetzt hier eine Spielerei. Man kann natürlich auch wirklich praktische Sachen damit machen, eben ganz genau wie beim iPhone, dass man eben halt beispielsweise hier auf so ein Icon fester drauf drückt und dann hier so ein Pop-up bekommt, um sofort einen neuen Alarm anzulegen. Nicht wundern, wenn das hier noch in Englisch ist. Das ist jetzt noch eine relativ frühe Version, eine Beta-Version. Trotzdem könnt ihr schon mal im ersten Eindruck bekommen, wie das aussieht. Oder hier in der Galerie, wenn ihr dann ein Bild habt, leicht andrücken, dann kommt die Vorschau, lasst ihr es wieder los, landet ihr wieder da. Oder eben etwas, ups, jetzt habe ich nur markiert, nicht fest genug gedrückt. Da braucht man ein bisschen Erfahrung. Leicht an und dann etwas fester drücken und dann hat man das, die Bearbeitung geöffnet und kann dann jetzt hier, wie gesagt, wie beim iPhone alles, sofort mit weitermachen. Das ist jetzt nicht ganz so, also wie ich es jetzt finde, ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, sagen wir mal so. Dafür hat es aber auch einen Vorteil hier, dass man nämlich unter diesem Tool so ein bisschen üben kann. Da kann man eben halt sehen, dass man merkt, okay, wie stark drücke ich jetzt, einfach um so ein bisschen zu üben, damit man weiß, okay, ab diesem Punkt hier, da ist jetzt der feste Druck, da wird dann das nächste ausgelöst und so weiter. Das finde ich besser als beim iPhone und vor allen Dingen hier sieht man dann auch noch eine Liste der ganzen Features, was man damit machen kann. Das ist dann hier sehr schön erklärt, auch das momentan noch in Englisch und vor allen Dingen, wenn man will, kann man das komplett halt auch ausschalten, was wahrscheinlich auch ein bisschen den Strombedarf beeinflussen könnte. Es geht aber auch gleich weiter hier mit SkyEye. Das ist der Iris-Scanner, der nämlich hier in der Frontkamera eingebaut ist. Muss man halt einmal hier das einscannen lassen. Klappt auch mit Brille, habe ich ausprobiert. Er kennt das dann auch sehr zuverlässig. Jetzt allerdings nicht, um das Gerät zu entsperren, hatte ich euch ja mal beim ZTE, ich glaube, es war das Grand S3 oder sowas gezeigt auf dem Mobile World Congress, wie das da funktioniert, war einfach zu langsam. Deswegen hier jetzt cleverer gemacht, Zugriff zum privaten Bereich mit sensiblen Daten und Apps, weil man hat ja hier jetzt auf der Rückseite diesen Fingerabdruckleser hier zum Gerät entsperren. Das geht sehr viel schneller und vor allen Dingen auch hier, ich kann das ja mal demonstrieren, jetzt eine Sekunde würde ich mal sagen, Maximum. Ihr seht auch, ich muss hier nicht ein auf Standby drücken, sondern einfach jetzt, so. Gute Sekunde und vor allen Dingen auch sehr zuverlässig, egal wie man das da drauf legt. Ich habe es jetzt mehrfach hier ausgetestet, passt immer wunderbar, sehr schnell, kann man nicht meckern. Also wie ich euch schon sagte, es hat eine Menge zu bieten. Das Design, naja, das ist jetzt mal Geschmackssache. Also sehr asiatisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil das hier oben, das ist natürlich, sieht aus wie Leder, aber ist Kunststoff, weil hier kommen die Antennensignale durch, weil alles andere hier, das ist Aluminium. Dadurch natürlich auch sehr wertig vom Feeling her, 71 mm, das heißt also auch noch eine gute Bedienbarkeit mit einer Hand und auch mit 140 Gramm, angenehm leicht. An den meisten Stellen habe ich hier 8,1 mm gemessen, trotzdem sehr stabil, ihr seht ja, da drückt sich nichts durch, irgendwie weiß oder schwarze Punkte, also durchaus angenehm und gut in der Hand. Von der Displaygröße her kann man eigentlich auch nicht meckern, das ist exakt Durchschnitt mit dem 5,2 Zoll, 132 mm. Erinnert euch, das große Axon 5,5 Zoll. Hier jetzt eben halt die kleine Ausgabe deutlich handlicher. 1080 x 1920 Pixel. Auch das ist gut normal, guter Durchschnitt. 4% über dem Durchschnitt, 424 ppi, um genau zu sein. Es ist allerdings also AMOLED, OLED bedeutet, die Pixel werden nicht von hinten illuminiert, sondern leuchten selbst. Hat viele, viele Vorteile, wie ich finde. Zum einen natürlich habt ihr diese tollen Kontraste hier, weil alles, was schwarz ist, wird ausgeschaltet, verbraucht keinen Strom, da kommt LCD nicht ran. Genauso wenig wie an diese Blickwinkelstabilität. Schaut euch das mal an, das sieht doch aus wie aufgedruckt. Da gibt es keine Veränderungen in der Farbe, und, oder fast keine. Jedenfalls sehr viel besser als bei LCD, selbst wenn es ein IPS mit Dual Domain ist und so weiter, hat man einfach nicht diese Blickwinkelstabilität. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ja, klar, es ist nicht das Allerhellste im Vergleich zu LCDs. Also wenn man da mal hier sich das anschaut, ich habe gemessen 388 Candela pro Quadratmeter,
Für ein LCD wäre es eher unterer Durchschnitt. Die gehen ja teilweise bis 500 Candela hoch. Für ein OLED ist es super, 17% über Durchschnitt. Und jetzt kommen wieder, ich weiß es, einige von euch, die sagen, ah, OLED kommt mir nicht in die Tüte. Das kann man ja draußen nicht lesen. Klar, dunkleres Display draußen im direkten Sonnenschein ist schlechter zu lesen. Völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt euch mal das hier zeige, sozusagen als Kunstsonne hier meine Leuchte hernehme, was bitte könnt ihr da noch lesen? Also da müsste man wahrscheinlich mit 1000 Lumen und mehr arbeiten, 1000 Candela, um da vielleicht ein bisschen durchzudringen, solange diese ganzen Displays, und die sind ja leider Gottes ausnahmslos alle bei allen Smartphones hochglänzend, damit es ein schönes Bild gibt. Deswegen kann man die halt draußen so gut wie gar nicht lesen, denn es ist auch wurscht, ob ihr ein OLED mit 400 oder ein LCD mit 500 Candela habt. Also das ist, ihr müsst in den Schatten gehen quasi, um es lesen zu können, und dann ist es doch auch egal. Ihr müsst es wissen, aber ich würde zumindest meine Kaufentscheidung nicht davon abhängig machen, ob es jetzt ein LCD oder ein OLED ist, zumal, wie gesagt, Qualität ansonsten hier prima. Kommen wir zur Kamera. Front 8 Megapixel, hallo, Video ist jetzt nur in 720p, okay, aber wer macht mit der Frontkamera schon Videos, ist jetzt auch nicht wichtig. 13 Megapixel Kamera hinten, ihr seht auch hier zwei LEDs, Videos hier in 1080p, also in Full HD. Und vor allen Dingen der Autofokus, der soll auch super schnell sein, dank Phasenerkennung. Muss man natürlich jetzt alles nochmal testen, auch die Bildqualität, das kommt dann wie immer im finalen Test. Aber soll unter 0,1 Sekunden benötigen, um es scharf zu stellen, das gefällt mir gut. Und was man auch noch erwähnen sollte, ist hier in dem Zusammenhang mit der Kamera, dass man den Fingerabdrucksensor hier hinten dann auch als Auslöser nutzen kann. Vor allen Dingen bei Selfies finde ich das ja sehr praktisch, weil hat man den Finger ja sowieso immer da hinten in der Ecke. Und das ist sehr viel sicherer und schneller und angenehmer, als wenn man das Gerät dann irgendwie hier so halten muss und dann hier unten auf den virtuellen Auslöser zu klicken und dann kippt es vielleicht noch irgendwie aus der Hand. Warum das Ganze, wenn das Ding da ist? Praktisch. Übrigens kann man hiermit natürlich auch in den privaten Bereich und man kann damit dann auch noch Anrufe annehmen. Also wenn das Gerät jetzt so auf dem Tisch liegt, es klingelt, kann man auch einen Anruf annehmen, Freisprecher und so weiter. Also da haben die sich durchaus was bei gedacht. Gefällt mir gut soweit. Krux ist Snapdragon 615 als Prozessor. Das ist eindeutig Mittelklasse. Ja, es sind zwar 8 Kerne, aber eben halt alle 8 Cortex A53, also eher so Energiesparkerne, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht böse gemeint. Die eine Hälfte mit 1,5 GHz getaktet, die andere mit 1,2, Adreno 405 als Grafikprozessor, aber immerhin 3 GB Arbeitsspeicher, bitteschön, damit kann man was anfangen. Und auch ansonsten LTE, Dual-Channel HSPA, Wireless LAN AC, Bluetooth 4.0, okay, 4.1.4.2 wäre besser gewesen, aber geht noch, NFC ist auch drin. Und vor allen Dingen wollte ich euch das hier noch kurz zeigen. Da gibt es nämlich noch eine gute Nachricht hier, die sich hinter diesem Slot verbirgt. Denn man hat hier einen Kombi-Slot. So sieht das aus. Also erste Nano-SIM, die ganz, ganz kleinen, odende, dann hier drüben habt ihr die Wahl, entweder eine zweite Nano-SIM hier so hochkant oder so quer in der Micro-SD-Karte zur Speichererweiterung. Offiziell nur bis zu 32 GB unterstützt, aber in den allermeisten Fällen klappt da auch locker 64 GB und mehr, kein Ding. Kurzum, ihr habt jetzt die Qual der Wahl hier beim Axon Mini, wollt ihr Dual SIM machen oder eben halt den Speicher erweitern. Intern sind immerhin 32 GB verbaut, ordentlich. Davon bleiben netto noch 21,9 GB übrig. Auch das ist ganz gut, nachdem man mal hier sämtliche vorinstallierten Apps, die man ja meistens sowieso nicht deinstallieren kann und auch fast alle braucht, und das System und den Play Store und alles mal aktualisiert hat, 21,9 GB. Damit müsst ihr kalkulieren. Ja, und wenn euch das nicht ausreicht, braucht ihr halt hier den Slot für die SD-Karte, dann könnt ihr nicht Dual SIM machen. So, dann kommen wir abschließend zum Akku. Hatte ich euch ja schon versprochen, denn der ist fest verbaut. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Hier kann man natürlich nichts öffnen oder so. 2800 mAh ist jetzt auch nicht unbedingt üppig bestückt, gerade auch angesichts seines 5,2 Zoll Displays. Und deswegen, ja, Test war jetzt eigentlich absehbar fast schon. Ihr wisst, dazu mache ich immer Videowiedergabe bei 200 Candela, Flugmodus.
damit schaffte das Axon Mini dann 379 Minuten. Das ist 19% unter Durchschnitt, also sowohl absolut als unter Durchschnitt, als auch relativ zur Akkukapazität, die, wie gesagt, auch nicht so doll ist. Displayqualität, Displaygröße auch 5,2 Zoll, auch Durchschnitt, von daher 19% unter Durchschnitt. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist nichts für Quasselstrippen, sage ich jetzt mal, und andere Intensivnutzer. Zumal auch das Laden jetzt nicht allzu schnell geht. Also bei serienmäßig dabei ist ein Netzteil mit 1,5 Ampere. Auch das ist ziemlich normal. Und damit braucht man von 0 auf 100 120 Minuten glatt. Bedeutet also 14% schneller als üblich, aber eben der Akku ist ja auch relativ klein. Deswegen muss man immer so eigentlich die Akkukapazität berücksichtigen und dann ist es 4% über Durchschnitt. Also nicht der langsamste, aber eben halt auch kein Quick Charge oder so und auch kein drahtloses Laden oder sowas, was hier unterstützt wird. Also das ist dann halt, angesichts des Preises glaube ich noch nachvollziehbar, weil der liegt bei 329 Euro für die Standardedition. Dann soll es ein paar Spezialfarben noch geben, die dann 349 Euro kosten sollen. Das hier ist jetzt die Premium Edition mit 399 Euro und alle sollen jetzt, wie es so schön heißt, in den kommenden Monaten ab Januar verfügbar sein. Jetzt fragt mich bitte nicht, was ist der Unterschied zwischen der Standard- und der Premium Edition? Dazu war ZTE bisher nicht in der Lage, mir darauf zu antworten. Werde ich euch einfach nachreichen im finalen Test. Diese ganzen Detailinformationen, das hier sollte ja erstmal nur ein schneller Eindruck sein vom ZTE Axon Mini. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.